Moin, meine Lieben, was geht? Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video aus dem Early Access zum Thema Season 3 The Crew Motorfest. Und wir gucken uns jetzt mal mein Fachgebiet an, also die Summits, das, was wir sehen können. Das heißt, das hier wird kein Summit-Video, sondern das wird ein reines, wie sehen die nächsten paar Summits aus? Natürlich gucken wir auch schon in den ersten Summit rein, was für Events da drin sind, damit ihr euch entsprechend vorbereiten könnt. Aber in allererster Linie geht es uns natürlich um die Belohnungen. Und ich sag's, wie es ist, es fängt nicht so geil an, aber es wird immer besser. Wir starten im ersten Summit mit den üblichen paar Ersatzteilen und Performance-Teilen, dann mit dem Pontiac Firebird TA Golden Wings Edition. Ist, glaube ich, bisher ein The Crew 2 Import gewesen, obwohl, nee, ich glaube, der ist sogar freikäuflich, von daher nichts Besonderes. Hingegen das Nitro hier, ich ziehe mal gerade die Kamera irgendwie woanders hin, damit ihr das ein bisschen besser sehen könnt, was wir hier gucken. Das Nitro hingegen finde ich tatsächlich ganz interessant, dieses Firebird Nitro. Das sieht ganz gut aus und ich glaube, das ist auch neu. Schlagt mich, wenn ich mich irre. Es passt natürlich gut zum Pontiac, aber ich glaube, das gab es vorher nicht. Von daher nehmen wir das auf jeden Fall mit. Eventtechnisch müsst ihr dafür machen. Street Tier 1 Classic, Street Tier 1 Classic, aber Muscle Car. Street Tier 1 mit dem Dodge Charger RT Hemi, Street Tier 2 Classic, Street Tier 2 Classic, aber europäisches Auto und Street Tier 2 mit dem Lamborghini Countach LP 5000 Quattro Valvole. Lasst mich mal überlegen, ich habe keine Ahnung, was wir hier fahren. Bei den besten klassischen Autos, ich denke bei Street Tier 2 wird es der Ferrari F40 sein, wobei der GT 993 da wahrscheinlich auch reinzählt. Das heißt, da haben wir sogar zwei gute Autos potenziell. Street Tier 1 wird es wohl der Audi RS2 Avant sein, weil auch der da ziemlich sicher drunter zählt. Okay, das heißt, wir können hier Meta-Autos fahren. Bei dem klassischen Muscle Car Street Tier 1 bin ich mir noch nicht ganz sicher. Da werde ich mal meine Leute drauf anhauen, was wir da fahren. Wird sich auf jeden Fall was finden lassen. Und dann haben wir den Charger RT Hemi als feste Voraussetzung. Den Lamborghini natürlich auch feste Voraussetzung in Street Tier 2. Bei einem europäischen Street Tier 2 Auto in Classic wird es dann wieder entweder der Ferrari F40 oder der 911 GT 993 sein. Soweit haben wir da keine Probleme. Wir haben einen Tiefflugtest. Das heißt, packt schon mal eure Flugzeuge aus und denkt dran, wie wir das Ding fliegen, nämlich mit der Propelleransicht, weil dadurch das Überkopffliegen leichter wird. Werden dann aber sehen, welcher es ist. Beim letzten Mal war das eigentlich kein Problem und sogar ohne Punktebrecher war da sehr locker fast eine Maximalpunktzahl drin. Und wir haben zwei Fluchten im nächsten Summit. Welche genau werdet ihr dann im Summit Guide sehen, aber Fluchten sind natürlich immer ein bisschen übel. Da müssen wir dann gucken, wie es passt. Und das war's dann auch schon. Und hier kriegt man dann als Bonusbelohnung noch ein paar XP, wieder Performance-Teile und Geld. Nicht so besonders. So, zweiter Summit, da können wir jetzt schon nicht mehr ganz so viel sehen. Doch, eigentlich können wir beim zweiten Summit noch alles sehen, beim dritten nicht mehr. Belohnungstechnisch zweiter Summit, Bronze nur XP. Silber hingegen gibt's schon 10 Legendenpunkte, sind gerade für neuere Spieler ziemlich wichtig. Gold gibt's den Challenger RT Hemi. Okay, Gott sei Dank, hier war's der Charger, den man gebraucht hat. Das hätten die nicht bringen können. Also hier den als Belohnung zu bringen, den du in der Woche davor brauchst. Und für Platin gibt es dann das Cartoon Bang Nitro. Bin ich ehrlich, habe ich noch nie benutzt. Finde ich absolut nicht geil. Aber gut, zu Videogames passt es halt irgendwie, ne? Dann haben wir in Street Tier... Ich dachte gerade, ist das Lone Summit? Aber nein. In Street Tier 1 ein geliehenes Fahrzeug. Es scheint ein Bike zu sein. Ich habe keine Ahnung, was genau. Was haben wir hier? Mix Mod Summit. Dirty Driving, Clean Driving und Gymkhana. Also man kriegt extra Bugs für Clean Driving, extra Bugs für Dirty Driving und extra Bugs für Stunts. Interessant. Und das in dem ganzen Summit, das klingt echt spannend. Haben wir hier auch sowas gehabt? Irgendwas, was ich übersehen habe? Nee, ne? Hier gab es nichts. Nee. Okay. Also auf jeden Fall interessantes Ding. Und wir haben dreimal ein geliehenes Auto. Einmal Street Tier 1, einmal Street Tier 2 und einmal Motocross. Da kann man ja schon drauf wetten, was das für Fahrzeuge werden, ja. Ich glaube, das links dürfte die Kawasaki sein. Dann haben wir den Marcus Cap DeVille und den Testarossa hinten. Vergesst, was ich gesagt habe. Das Bike wird die Yamaha sein. Ich versuche gerade mal drauf klarzukommen. Es könnte sein, meiner Meinung nach, wir haben hier ein... Hier haben wir Motocross geliehenes Fahrzeug. Hier haben wir unten links Motocross mit der Yamaha. Das heißt, es könnte sein, dass wir dasselbe Fahrzeug einmal geliehen bekommen, also Stock, und einmal getuned. Hier haben wir geliehen Street Tier 1, wahrscheinlich den Devil's Marcus Cap. Und hier haben wir geliehen, nicht geliehen, sondern müssen wir besitzen, den Devil's Marcus Cap. Also sehr strange. Und dann haben wir hier unten Street Tier 2, geliehenes Fahrzeug.
und Street Tier 2 mit dem Ferrari 512 Testarossa. Also eventuell San Fran Taxi Tip, Wheels of Steel, Rally of the Kings, From New York to Los Angeles. Also irgendwie die Namen widersprechen mir da jetzt auch nicht bei der Theorie. Interessant. Witzig finde ich auch hier ist wieder ein Tiefflugtest dabei. Plus der Slalom und die Flucht. Also schon irgendwie spannend gemacht, der Summit vom Aufbau her. Die Zwischenbelohnung XP, Retro Engineering Motorsound und zwei Motocross-Tuning-Teile. Soweit nicht allzu spannend. Aber cool. Der Summit könnte interessant werden, auch wenn die Autos wahrscheinlich echt much sind. Das wird wahrscheinlich übel. So, und dann kommen wir zum dritten Summit. Hier können wir jetzt nicht auf die Events gehen, nur die Belohnungen können wir uns ansehen. Und ich sag euch, ja, das Bild verrät es, oder? Das ist der neue Ivory Tower Aesus, ich weiß noch nicht, wie man ihn nennen soll, in einer Special Edition, nämlich in der Stealth Edition. Und das ist ja schon mal ziemlich geil. Da bin ich mal sehr gespannt. Der wird, glaube ich, echt cool. So, dann haben wir Thinline Trail Smoke für Gold und wieder Tuning-Teile, Ersatzteile und Geld. Soweit gar nicht so besonders. Also ihr seht, mehr gibt's nicht, mehr kann ich nicht sehen, weil danach endet ja schon die erste Episode der Season. Das sind die ersten drei Summits mit dem hier ab morgen. Der startet morgen früh. Ich bin gespannt, was danach noch so kommt. Aber das erste Platin-Fahrzeug macht mich schon sehr curious. Ich bin gespannt, was der Wagen kann, so im Generellen, ob der was taugt. Aber bereitet euch vor, es wird interessant. Die ersten drei Summits wissen wir. Jetzt muss ich mich an die Aufnahmen machen für den Summit-Guide. Ich kann ihn ja diesmal voraufnehmen. Heißt aber auch, wenn wir den Summit-Guide schon voraufnehmen, dass ich meinen Summit und den Summit vom zweiten Account im Stream machen muss. Also guckt mal die Videobeschreibung, geht auf den Twitch-Link und dann treffen wir uns da. Werden wir diese Woche wohl ein bisschen mehr The Crew spielen wieder. Mit dem neuen Update gibt es ja einiges, worum wir uns kümmern müssen. Also, lasst ein Like da, kommentiert eure Meinung zu dem nächsten Summit und vor allen Dingen zu dem Ivory Tower Aesus, Aesus, Azus, keine Ahnung, wie man ihn nennen soll. Und geht auf Twitch vorbei, lasst da einen Follow und dann sehen wir uns im Stream oder eben im nächsten Video, weil ein bisschen was gibt es noch zum Early Access.